Kerstin Appenzeller. Die 8, die spielt nur Johanna Rhein. Mit der 9, Katrin Liedig. Die 10, Maria Heidemann. Mit der Nummer 11, Laura Glasenab. Die 17, Lisa Rhein. Und die 43, Jenny Stelte. Trainiert wird Hanto Krakow von Kevin Irmak. Und wir begrüßen natürlich auch den ersten Schiedsrichter hier im Muka-Stadion. Das ist der Sportfreund Schröder. So, das ist der Schiedsrichter. Strafstoß. Cool. Nur deiner! Ja! Bleib drin!
Spielminute, das erste Tor des Turniers ist gefallen. Der VfB Gramsow geht mit 1:0 in Führung. Torschütze mit der Nummer 2, Lena Giese. Jawohl! Geht's aber los hier. Das nächste Tor ist gefallen. Diesmal für die Spielgemeinschaft Tanto Krakow. Das war der Ausgleich zum 1:1. Und wenn ich es richtig gesehen habe, dann war die Spielerin mit der Nummer 17 die Torschützin. Und das ist Luisa Rein. Leute, rückt raus! Anbieten! Eine hoch! Auf die Regie! Ganz sauber! Weiter so!
Mithelfen! Mithelfen! Wir sind außen drin!
gut. Spielminute der VfB Gramsow geht wieder mit 2:1 in Führung. Torschütze war wieder die Spielminute Nummer 2. Lena Gieser. Es ist der erneute Ausgleich. Neuer Spielstand also 2:2. Erfolgreich war die Spielerin mit der Nummer 43, Jenny Stelte. Thank you.
Hey! Mal die Hände weg! Vorteil erstmal. Ja, das ist knapp, Mann! Erfolgreich war wieder die Spielerin mit der Nummer 17, Luisa Rein. Drei zu zwei für Tanto Krakow. Schade. Na, ist noch drin. Oh, Chili! Hey! Sag mal! Ah, schade. Mensch, warum machst du nicht weiter? War doch kein Pfiff. Warum hat sie denn nicht weitergemacht? Ja,
Schade. Thank you.
Aber verdienen. Ne? Schade. Thank you.
gelbe Karte, Marino. Zwei Meter! Zwei Meter, Mann! Was hat denn verloren hier schon? Was soll denn der? Jawohl.